Oh, das ist Screen Transition. Ich dachte, das ist einfach nur ein Hinterraum. Tress hat auf jeden Fall Geld auf dem Boden gefunden, ist immer gut. Und Heiltrauben. Was haben wir denn hier für eines? Ich wäre mehr als besorgt, wenn in meiner Hütte Kuratoren frei rumfliegen würden. Das fände ich bedenklich, muss ich so sagen. Ja, dann schauen wir mal, ob Kuratoren... Yep, sind anfällig gegen Knives. Das ist ja schon mal gut. Stärke sammeln. Greift einen Gegner mit einer Stangenwaffe an. Tja, dann... 1000 Speere! Das sind doch Haustiere. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer als Haustiere Tiere im Haus definiert, sind es Haustiere. Ich hoffe, die haben irgendeine elementare Schwäche, die wir ausnutzen können. Probier's das mal aus. Wie sieht's mit Eis aus? Die Guffeltypen da hinten sind auf jeden Fall anfällig gewesen gegen Eis. Das ist schon mal gut. Nochmal einen Orbitalschlag rein. Mal gucken, ob Kuratoren mit Licht haben. Licht ist ja ein Schnubber. Schwert kann's auch nicht sein. Versuchen wir es mal mit einem Passagesturm. Auch nicht. Ey, der hat Laserangriffe. Ja, könnte Bogen sein. Es ist Bogen. Hat ja auch eine Elementarschwäche. Analysier mal seine letzte Schwäche, bitte. Ich will das jetzt wissen. Ugh, Stab. Okay, er hat tatsächlich keine einzige Elementarschwäche. Ist ja doof. Ach, die sind schon wieder da. Ich dachte, die hatten noch eine Runde Stun. Offensichtlich nicht. Okay. Hm, ja. Doof. Eiswind! Ah, okay, sind noch so tot. Ja, das macht es dann natürlich einfacher. Dresser! Stabby, 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 stabby. Jop, Laden dicht. Gegner tot. Hier unten noch irgendwas. Sieht nicht danach aus. Ich will hier noch nicht unbedingt weitergehen. Es sieht fast aus, als ob es hier weitergehen würde. Aber es gibt hier ja noch andere Gebiete. Erstmal Kunden gehen, ne? Und nochmal da wieder für einen schwachen Mann. Alle anfällig gegen Eis. Das ist doch gut. Das sehe ich gerne. Mr. Thief, du kannst mal schauen, ob der da auch anfällig gegen Äxte ist. Die scheinen genau die gleichen mehr oder weniger zu sein, nur mit weniger Schilden. Dann mach doch mal 1000 Speere. Weil wenn ich immer dieses 1000 Mal vorbeisehe, kriege ich immer die Krise. Okay, Klerikerfähigkeiten. Doch. Machen wir einfach ganz normal einen Eiswind drauf. Haben wir noch einen gebroken. Der macht sowieso nur Unfug, das ist gut. Okay, gelehrte Fähigkeiten. Ach komm, mach hier einen richtigen Sturm rein. Keine lange Geschichte draus ziehen. Tod und Vernichtung. Geldeinheiten erhalten. Kann ich mitleben, schätze ich. Da haben wir noch ein Gießchen. Ja, auch hier in dieser Hütte hat man sich gedacht, es ist eine gute Idee, diese komischen Lampenköpfe mit Riesenechsen hier rumlaufen zu lassen. Auch sowas hätte ich nicht unbedingt gerne in meiner Hütte. Könnte ich ohne leben. Garantiert anfällig gegen Schwert. Ich bin Hellseher. Ach, Doppelschlag, das ist doch nett. Dann machst du mal einen einfachen Feuerball da rein. Tresser hat nächste Runde sowieso Runde 1, dann macht die jetzt nicht viel. Und Madame hier kann einfach einmal einen Feuerball da reinwerfen. Haben wir da nämlich den Break.
So, und jetzt kann Tresser hier stabby stabben. Theron kann sich nicht wirklich nützlich machen, also klaut er ein bisschen Geld. Oder eine anregende Pflaume. Das war ein Kill. Ja, ist ja sowieso noch der eine Gegner da. Feuerball, Dede. Dede. Level up für Therion, Level 25. Ich habe das Gefühl, wir sind leicht überlevelt für diesen Quest. Oh, Liebe des Lebens. Anregende Pflaume, immer her damit. Ah, und die lila Viecher sind auch wieder da. Mein Gott, ist das hier nur mehr. Alleinfällig gegen Stab. Das heißt, sie haben alles Waffenanfälligkeiten, finde ich aber nicht so gut. Naja, vielleicht kann ich es einfach mit Tresser in einem breiten Schwertschwung erledigen. Wäre natürlich nützlich. Mach mal hier. Was war das noch gleich? GP-Dieb. Killt immerhin zwei seiner Dingsbumses. Hier, Horizontalhieb. Das sitzt alle anfällig gegen Schwert. Ja, dann Lumineszenzen wir doch einfach mal. Okay, nur die Viecher hinten waren anfällig gegen Licht. Tja, was ist die Anfälligkeit von Mr. Rüstung da vorne? Dies und mehr erfahren sie niemals. Assadsturm, was ist das? Naja, das hat ihn gekillt. Das war aber nicht die Anfälligkeit. Dran vom CD! Willkommen zurück! Marit dir bequem. Wir suchen gerade nach Juwelen für unseren Dieb. Okay, da sind wir jetzt auf der Karte. Ah, okay. Ich sehe, wo wir jetzt rausgekommen sind. Sollten wir mal eben die zwei Räume hier checken gehen? Ist ja gar nichts. Ja, gut. Macht die Arbeit natürlich einfacher, ne? Ihr habt euren Feind in einem Moment der Unachtsamkeit überrascht. Tatsächlich haben wir sehr wenig Backstabs, habe ich das Gefühl. Hey! Einen Eiswind rein. Und eine Axt rein und alle sind glücklich, mehr oder weniger. Bonk! Ah, das sind sowieso nur die kleinen Viecher, da brauche ich keine MP für verschwenden. Das ist schon fast traurig, wie wenig die drauf haben. Kommt man hier durch? Ne, ah, das ist jetzt ärgerlich. Fertigkeit, Hilfsfertigkeit, Ausweichmanöver. Zoom. Scheiße, sammelt Geld auf, wie sich das gehört. Zoom. Einmal außen rum rennen. Ja, wäre ich mal doch hier reingelatscht, anstatt umzudrehen. Da ist nur eine einzige Kiste gewesen, die wir nicht mitgenommen haben. Ist es Stab? Ups. Hätte ja passen können, ne? Schauen wir noch hier ein bisschen GP. Passt schon. Einmal mit dem Horizontalhieb. Hat er sich gerade gesprengt? Ein Drecksack. Komm, Wunden heilen. Blödes Mistviech. Ich glaub's ja nicht. Eine Suicide-Bomb hier zu machen. Sowas darf man doch gar nicht mehr. Ist doch gar nicht politisch korrekt. Wieder ohne Axt? Ja. Manchmal auch mit einer Axt. Lichtseelenstein. Cool. Ich finde es übrigens lustig, dass wir ausgerechnet in der Mission von dem Thief keine lila Truhen rumstehen haben.
Bis jetzt zumindest. Boah, dann wieder nach oben. Rüstungsmann, use self-destruct. Super effective. Super effective war es auch noch nicht mal. War nur super nervig. Ich musste tatsächlich heilen. Weil alle Damage genommen haben. Merkwürdiges Konzept. So, jetzt kennen wir mal alle. Wunderschön. Wir können mehr oder weniger planen, was wir machen wollen. Ist ja fast schon Wunder. Captain, hier ist ein GP-Dieb. Tresor steppt da eine Runde rein. Oh, hat gar nicht so schlecht gesessen dieses Mal. Und dann haben wir noch so einen Eiswind hinterher. Dann haben wir mehr oder weniger alle Probleme gelöst. Ihr habt gestohlen Münzbeutel. Boah, geil. Zufallsangriff. Immer gut. Na komm. Nehmen wir den mal voll aus. 690 Goldstücke geklaut. Bah! Und jetzt wurde er von Ophelia erschlagen. Das ist schon ein trauriges Schicksal. Von der Kleriker-Schwarzmagier-Kombo-Tante, die keine Waffen besitzt, einen Stock auf den Kopf zu kriegen und daran zu sterben. Also das ist traurig. Hey, da haben wir noch eine Kiste. Blitzamulett! Klingt nützlich. Blitzamulett. Verringert erlittenen Blitzschaden. Ich bin höchst beeindruckt. Tathirin dann selbst. Schützender Ohrring. Erleuchtender Ohrring. Wird schon Sinn haben, warum man hier ein Blitzamulett findet, schätze ich. Gehen wir mal, Tathirin. Einmal Marmelade. Marmelade ist immer gut. Da unten müssen wir lang und hier ist eine Sackgasse. Ist immer gut, dass Stress an der Lampe dabei hat. In diesen dunklen Häusern sieht man nie was. Ich möchte den Dieb in Final Fantasy Tactics Advanced, weil du in einem Punkt des Spiels die Fähigkeit des Gegners klauen konntest. Oh ja, das stimmt, man konnte in Tactics Advanced lustige Dinge machen, wie halt auch mit dem Bestienbändiger die Gegner einfach steuern oder mit dem Blaumagier die Fähigkeiten von den Gegnern einfach lernen. Gute Zeiten. Tactics Advance war eine Weile mein mehr oder weniger Lieblings-Final Fantasy-Spiel. Dann machen wir doch mal hier ein Horizontal-Lieb durch. Flop. Wie sich das gehört, Mr. GP-Dieb. Nochmal GP. Ja, du hast keine passenden Waffen, dementsprechend machst du da halt Feuer rein. Break! Du hast allerdings eine Lanze. Wie sich das gehört, ne? Da kommt Tresor, du das auch mal mitspielen. Die ist ja Kriegerin, mehr oder weniger, und hat hier so eine Götterklinge oder sowas. Tatsächlich kann die physischen Damage austeilen, wenn wir sie denn lassen, aber ich mache ja alles mit den Magiern. Okay, wir sind beim Boss angekommen, ich sollte mal die Fertigkeiten wieder ändern. Haben wir was zu erlernen? Ja, wir haben eine gelehrte Fähigkeit, die wir lernen können, nämlich den Blitzeinschlag, her damit. Hilfsfertigkeit gelernt. Elan und Vitalität. Der ausgerüstete Charakter hat in jeder Runde GP zurück, die Geschichte. Ja. Fliehen plus. Ach komm, dann müssen wir schon mal fliehen. Erhöht FP, elementare Angriffsstärke hoch. Ja, passt schon. So, und du kriegst Verlängerung zurück, schätze ich. Verlängerung bringt dir momentan nicht so wirklich was, ne?
Gegenschlag ist auch nutzlos. Ich meine, wir haben die Tänzerin dieses Mal wieder nicht, von daher sollte ich seine Laufbahn halt sowieso wieder ändern für den Bosskampf. Damit wir einen Dancer dabei haben. Kann er für sich selber tanzen. Tja, alles doof, aber hier ist den Falken durch. Genau 25 Stunden. Ja, ist ja nice. So gehört sich das doch. Erfolgreich gespeichert. Ist ja noch was? Nein. Ja, dann wird's wohl Bosszeit. Bosse Daime. Das ist also die Tür, die Barham erwähnte. Ganz offensichtlich keine gewöhnliche Tür. Aber dieser Kristallschlüssel sollte helfen. Schöner grüner Vorhang, der auf der anderen Seite der Tür war. Merkwürdig. Wer baut sowas? Oh ja, das war einfach. Niemand da. Sieht doch nicht unbedingt nach einem Labor aus. Wir nehmen das hier mal mit und gehen wieder. Kein Problem, kein Bosskampf. Ey, hallo, ich stand schon davor. Warum hast du dich darüber teleportiert? Der Rubin-Drachenstein. Einen habe ich gefunden. Jetzt fehlen mir nur noch zwei. Kein Schritt weiter, Dieb! Wer hat's erwartet? Ihr müsst Orlik sein. Bestimmt seid ihr den Gerüchten gefolgt und wollt meinen Drachenstein stehlen. Aber dreckige Diebe wie du wüssten seinen Wert niemals zu schätzen. Moment mal. Barham hat dich dazu angestiftet, ist es nicht so? Dieser nörgelnde, herablassende Feigling Barham. Diese Forschung ist zwecklos, Orlik. Es reicht mit dem Drachenstein, Orlik. Ich entscheide selbst, wann es reicht. Merke dir meine Worte, Junge. Dieser Stein gehört mir. Und du wirst ihn niemals bekommen. Ja, da bin ich anderer Ansicht. Sein wahrer Wert könnte mir nicht gleichgültiger sein. Aber ich muss diesen Stein seinem rechtmäßigen Besitzer zurückbringen und das seid nicht ihr. Dieser Stein gehört in die Hände einer intelligenten Person, die seine Geheimnisse zu schätzen weiß. Jemand wie ihr selbst? Ganz genau, dieser wunderschöne Stein muss erforscht werden und ich bin der Einzige, der das kann. Das klingt ganz so, als ob ihr diese Aufgabe niemandem sonst anvertrauen könnt. Warum sollte ich auch? Ich habe nicht gesagt, dass ihr das sollt. Ich kenne dieses Gefühl. Gib ja nicht vor, mich zu verstehen. Genug jetzt von dem leeren Geschwätz, ich habe zu tun. Er geht selber mit in den Kampf, Mr. Professor. Pff. Hat er da einen Dolch in der Hand, mit dem er auf uns einstürmt? Das ist ein lustiger Kerl. Warum sind seine Schwächen durchgestrichen? Das Konzept kenne ich noch nicht, oder? Was ist da los? Das finde ich jetzt komisch. Okay. Dunkelheitsschwäche. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass wir Cyrus geändert haben. Versuchen wir das mal mit dem Pfeilhagel. Keine einzige Pfeilschwäche, natürlich nicht. Wäre doch zu einfach gewesen, ne? Wie sieht's mit einem Horizontalhieb aus? Zwei Schwertschwächen. Muss ich den erst analysieren oder so? Theoretisch Knife. Tja.
Der hat irgendeine elementare Schwäche. Frage ist nur welche. Feuer scheint es nicht zu sein. Die Rakete. Aua, ey. Wie sieht's denn mit Blitzschlag aus? Scheint's auch nicht zu sein. Er hat auf jeden Fall Knife-anfälliger. Was passiert denn, wenn ich ihn knife? Ich kann seine Schilde generell nicht brechen. Muss ich erst die Wachen killen? Oder was ist das Problem hier? Ich glaube nicht, dass mir dieses Konzept jemals näher gebracht wurde von dem Spiel. Dass es mal Gegner gibt, die einfach nicht gebreakt werden können. Blitz hatte ich jetzt eben schon versucht, ne? Ah ja, okay. Die haben Anfälligkeit gegen Eis, das ist gut. Ja gut, Mr. Cyrus. Dann schau doch mal, dass wir die mit einem Schneesturm beseitigt kriegen. Weil Break und so. Sind schon beide im roten Bereich. FP-Time ist jetzt nicht so sinnvoll bei ihm. Generell müsste er seine FP eigentlich eher heilen, ne? Mach mal. Der Pfeilhagel war jetzt nicht so effektiv bei ihm zu benutzen, weil das sauteuer ist für die FP, aber ihm nicht wirklich was zurückbringt. Okay, Tressa. Teil mal deine BP, wie sich das gehört. Hier mit Cyrus. Hab gehört, der macht damit nützliche Sachen im Regelfall. Ja, Ophelia versucht die jetzt mal einfach zu killen, würde ich sagen. So, jetzt sind seine Wachen tot. Ah, ja, okay. Das hat damit auch seinen Schild angreifbar gemacht. Warum in aller Welt die es unmöglich gemacht haben, ihn zu attackieren, wobei das bei den anderen Bossen nicht der Fall war, ist jetzt natürlich komisch, aber gut, ist dann so, ne? So, ich würde ihn gerne nochmal analysiert haben. 30.000 ungefähr insgesamt. Lichtanfälligkeit. Daggeranfälligkeit. Für das heilige Licht! Ziemlich sicher eine Schwertanfälligkeit. Keine Schwertanfälligkeit? Oh, okay. Was ist denn die erste Anfälligkeit dann? Aua! Komm, auf die heil mal eine Runde. Oh, richtig, Feuer. Ist allerdings tatsächlich nicht anfällig gegen. Ja, Cyrus, ich habe gehört, du willst dir mal einen Mondlichtwalzer geben. Quatsch, nicht Mondlichtwalzer hier. Faungang geben. Schauen wir mal. Yep, es ist Lanze. Ich habe nicht erwartet, ihn damit gebreakt zu kriegen, aber wir haben ihn damit jetzt gebreakt, ist jetzt so. Passt aber noch irgendwie alles zusammen, glaube ich. Okay, was haben wir denn, was wir mit ihm am ehesten machen können? Donnervogel, schätze ich. Schauen wir mal. Naja, das war... nicht effektiv. Das war die Punkte nicht wert, aber okay. Dann Händlerfähigkeit, BP spenden an Cyrus. Volle Power Cyrus. Ophelia.
haut mal einen Schneesturm rein. Okay. Viel wichtiger. Volle Power Blitzschlag. Bam! Konstrukt aktiviert. Ah ja. Orlik bündelt außerdem obskure Energie. Das ist ja obskur. Mhm. Ruf mal Opa. Yeah! Opa! Tut sein Ding und boostet allen die Verteidigung hoch. Das ist nett von Opa. Okay, Orlik Golem. Hilft ihm nur bedingt. Optimalerweise würde ich ihn ja gerne breaken, bevor er seine Technik einsetzt. Nochmal GP-Dieb. Leider ist die Stichattacke hier absolut random. Ah, hat aber trotzdem ganz guten Dienst geleistet, würde ich sagen. Ich weiß immer noch nicht, was seine letzte Schwäche ist. Ärgerlicherweise. Ich würde es ja gerne wissen. Vielleicht ist es... Na, Dunkelheit kann es nicht sein. Ich habe schon alle Elemente durchrührt. Es muss eine Waffe sein. Vielleicht ist es tatsächlich Stab? Nein, es ist nicht Stab. Mach du mal hier eine Lumineszenz rein. Hm, okay. Tonk! Opa, go! So, ja, du breakst dann mal bitte Orlik, weil der ist gerade dabei, seine Superattacke aufzuladen, das muss ja nicht sein. So, wie sieht's bei dem Vieh mit Knife aus? Ja, ist anfällig gegen Knifing. Opa, hat den Angriff getankt! Yeah, Opa, go! So, Cyrus kann währenddessen... volle Power Schneesturm machen. Ja, nice. Hat gesessen. Ja, kommen wir sogar nochmal zu. Das wird eine nette Sache. GP-Dieb. Stabby, stabby. Lame. Spenden für Cyrus. So, wie sieht's? Meine Lumineszenz haben wir schon probiert, ne? Ich muss die Zeit eigentlich nutzen, um FP zu regenerieren. Hier frisst Pflaume. Opa, go! Buff die Truppe! Yeah, das stackt sogar, wie nützlich. Okay, dann versuchen wir es dann nur mit Feuersturm. Ach, guck mal, wir haben mal jemanden gefunden, der anfällig gegen Feuer ist. Und außerdem ist der Boss da und jetzt haben wir nur noch so eine kleine Puppe da vorne, ist ja niedlich. Okay, Therion, dann mach doch mal Max-Level GP-Dieb. Stabby, stabby! Tonk! So. Unfähig zu sammeln? Ach, nur weil er ein Summon ist. Lame. Okay. Darf ich nicht mal. Sehr spitze. Okay, du hast ihn auf dem Kopf und dann sollten wir das jetzt gleich eigentlich haben. Oh, Opa! Opa hat den Kampf beendet! Opa, go! Das ist der VIP des Kampfes. Opa hat den letzten Schlag gesetzt. Cyrus, Level 30. Anregende Pflaume. Korb voller anregenden Pflaumen. Yay.